Sandkuchen. Zutaten: Für 8 Personen 175 Gramm weiche Butter, 175 Gramm Feinstzucker, 3 Eier, verquirlt, 175 Gramm Mehl L'TL Backpulver, einer Prise Salz, 3 EL Himbeergelee, 1 f·l Puder-Ucker, zum Bestauben. Zubereitung: 1. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. 2. Springformen, 20 cm 0, mit Backpapier aus unbekanntes Zeichen. Legen. 2 Butter und Zucker in einer Rührschüssel. Schlagen, bis die Masse blassgelb und cremig ist. Die Eier nach und nach sorgfältig unter unbekanntes Zeichen. Rühren. 3 Mehl, Backpulver und Salz sieben und mit einem Teigschaber oder einem Metalllöffel vorsichtig unter die Masse heben. Den Teig in die vorbereiteten Formen füllen und mit dem Teigschaber glatt streichen. Im Ofen auf der mittleren Schiene 25 bis 30 Minuten backen, bis der Teig aufgegangen und goldbraun ist. 4 die Biskuitböden aus dem Ofen nehmen und eine Minute in den Formen abkühlen lassen. Ringsam mit einem Messer aus den Formen lösen. Die Böden auf ein sauberes küchenunbekanntes Zeichen Tuch stürzen und das Backpapier abziehen. Mit der abgezogenen Seite nach unten auf ein Kuchengitter setzen, damit die Kuchenober unbekanntes Zeichen Seite keinen Gitterabdruck bekommt, und vollständig auskühlen lassen. Die Böden mit Himbeergelee zusammensetzen und mit Puderzucker bestäuben. Karamelltorte. Zutaten: Für 8 Personen 175 Gramm weiche Butter, plus etwas mehr zum Einfetten, 175 Gramm brauner Feinstzucker, 3 Eier, verquirlt, 225 Gramm Mehl, gesiebt, 2 TL Backpulver, 100 ml Espresso, abgekühlt Schokoladenkaffeebohnen, zum Dekorieren, Karamellcreme, 125 Gramm Butter, 125 ml Milch, 3 EL brauner Feinstzucker, 550 Gramm Puderzucker. Zubereitung: 1. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. 2. Springformen, 20 cm 0, einfetten und deren Böden mit Backpapier auslegen. Butter und Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen. Die Eier portionsweise unterrühren, dann Mehl, Backpulver und Kaffee unterziehen. Den fertigen Teig auf die vorbereiteten Formen verteilen und 30 Minuten in den Ofen geben, bis er aufgegangen ist und bei Berührung in der Mitte zurückfedert. Die Böden 5 Minuten in den Formen abkühlen lassen, dann zum völligen Auskühlen auf ein Kuchengitter stürzen und das Backpapier abziehen. 2. Für die Karamellcreme die Butter bei Gerin unbekanntes Zeichen. Gärhitze in einem Topf mit der Milch zerlass unbekanntes Zeichen. Senn, dann vom Herd nehmen. Den Zucker in einen separaten Topf geben und bei geringer Hitze unterrühren erwärmen, bis er karamellisiert. Dann ebenfalls vom Herd nehmen und die Milchmischung einrühren. Die Masse auf den Herd zurückstellen und rühren, bis sich der Karamell gelöst hat. 3. Die fertige Mischung endgültig vom Herd nehmen. Den Puderzucker portionsweise unterrühren und alles zu einer glatten, mei unbekanntes Zeichen Creme verarbeiten. Einen Teil davon auf einem der beiden Böden verstreichen. Den zweiten Boden darauf legen. Walnusskuchen. Zutaten: Für 10 Personen 175 Gramm Butter, plus etwas Eier zum Einfetten, 225 Gramm getrocknete, entsteinte Datteln, in kleine Stücke geschnitten, abgeriebene Schale und Saft von einer Orange, 50 ml Wasser, 175 Gramm brauner Zucker, 3 Eier,
Verquirlt 90 Gramm Vollkornmehl 90 Gramm Mehl 2 TL Backpulver 50 Gramm Walnüsse, gehackt 8 Walnusshälften. Zubereitung. 1. Den Backofen auf 160, C vorheizen. 1. Kastenform, für einen 900g Kuchen, ein unbekanntes Zeichen. Fetten und mit Backpapier auslegen. Datteln. Orangenschale, Orangensaft und Wasser in. Einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unter. Rühren 5 Minuten kochen, bis ein weiches Püree entsteht. 2 Butter und Zucker in einer Schüssel schau unbekanntes Zeichen. Mieg schlagen. Die Eier portionsweise einrühren unbekanntes Zeichen. Rühren. Dann die Mehlsorten und das Backpulver. In die Schüssel sieben und zusammen mit den gehackten Walnüssen unterziehen. 1 Drittel der so entstandenen Mischung auf dem Boden der vorbereiteten Form verteilen. Da unbekanntes Zeichen. Rauf die Hälfte des Dattelpürees verstreichen. 3 Die Schichtung wiederholen und mit einer Teigschicht abschließen. Diese mit den Wal unbekanntes Zeichen. Nusshälften belegen. Den Kuchen im Ofen 60 bis 75 Minuten goldbraun backen. Dann 10 Minuten in der Form abkühlen lassen. Zum völligen Auskühlen auf ein Kuchengitter stürzen und das Backpapier abziehen. Torte. Zutaten. Für 8 Personen Bitter, zum Einfetten. 200 Gramm Mehl. 2 TL Backpulver. 4 EL Kakaopulver. 100 Gramm Feinzucker. 2 1 IR. 2 EL Maissirup. ISOML Maismehl. 150 ml Milch. Mokka-Krümme 1 EL Instant Coffee BLW. 1 IE heißes Wasser. 300 Gramm Schlagsahne. 2 N Puderzucker. Dekoration. 50-8 Zartbitterschokolade. Graspeli. Seilokol Irene Puderzucker, zum Bestäuben. Zubereitung. 1 Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. 1 Springform, 24 cm 0, leicht einfetten. 2 Mehl, Back- und Kakaopulver in eine große Schüssel 7 und mit dem Zucker Mie unbekanntes Zeichen. Schön. Eine Vertiefung in die Mitte drücken. Und Eier, Sirup, Öl und Milch hineingeben. Alles mit einem Holzlöffel nach und nach zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in die Springform füllen. 3 Den Kuchen 35-45 Minuten im Ofen bar unbekanntes Zeichen. Gehen. Anschließend 5 Minuten in der Form abkühlen lassen. Auf ein Kuchengitter stürzen. Und ganz auskühlen lassen. Den Kuchen zweimal horizontal durchschneiden. 4 Für die Mokka-Creme das Kaffeepulver im Wasser auflösen, dann mit der Sahne und dem Puderzucker in einer großen Schüssel steif schlagen. Die 3 Böden mit der Hälfte der Creme bestreichen und aufeinander schichten. Mit der restlichen Creme die Torte rundum bestreichen. Die Schokoladenraspel in den Rand drücken. Die Torte auf eine Tortenplatte heben und mit den Schokoladenspänen wählen unbekanntes Zeichen. Gehen. Einige dünne Streifen Backpapier zu unbekanntes Zeichen. Schneiden, wie ein Gitter kreuzweise auf die Torte legen und diesem mit Puderzucker B unbekanntes Zeichen stäuben. Die Papierstreifen vorsichtig entfernen unbekanntes Zeichen. Nehmen und servieren.